Das ist hässlich. Wir können bis zu 200 Meter in die Höhe gehen. Der Obelisk in Washington misst nur 169 Meter. Es geht also darum, wer am höchsten baut. Und wer sind Sie? Gustav Eiffel. Hast du nochmal über die Weltausstellung nachgedacht? Du fängst jetzt nicht wieder damit an. Mich interessiert es nicht, etwas zu bauen, was zu nichts Nutze ist und wieder abgerissen wird. Sie haben auf alles eine Antwort. Ich hüte mich eben vor Überraschung. Guten Abend. Sieh mich an. Ich hatte gehofft, Sie nie wiederzusehen. Eiffel? Verzeihung? Sie haben Ideen zum Thema des Wettbewerbs? Man muss das freier betrachten. Sehr viel gewagter. Ein Turm. 300 Meter. Vollständig aus Metall. Eine Kampfansage an die Schwerkraft. An die Elemente. Dieser Turm, Monsieur, steht für die Stadt Paris. Ihre Strahlkraft. Ihren Platz in der Welt. Wieso erzählst du mir das alles erst jetzt? Er liebt mich. Ich spreche nicht von Liebe. Ich spreche von Ansehen. Sie wollen zu hoch hinaus. Ganz Paris ist gegen uns. Die Toten haben sie auch bereits berechnet, falls der Turm einstürzt. Das Wasser steigt! Achtung, Ohren zu halten! Der Skandal. Hast du an den Skandal gedacht? Was wir uns vornehmen, hat zuvor noch niemand versucht. Wir werden einen Traum bauen. Dieser Turm, Männer, ist der von Frankreich. Aber vor allem ist es eurer. Wir haben ihn gemeinsam begonnen und wir beenden ihn gemeinsam. Adrien!